Wir sind in einer Predigtserie über Glauben. Hast du schon festgestellt? Eigentlich glaubt jeder Mensch etwas. Sogar der, der atheistisch glaubt, dass er nicht glaubt. Aber es gibt in der Schweiz so ein bisschen zwei Sachen, wo man vor allem daran glaubt. Das eine ist Gesundheit. Wenn man den Schweizer fragt, was ist das Wichtigste? Dann sagt er, das Wichtigste ist Gesundheit. Und das ist so ein bisschen wie ein Gott in der Schweiz, Gesundheit. Aber aus dem Moment ist ein bisschen zu wanken gekommen, der Gesundheitsgott. Irgendwie versucht man ihn noch festzuhalten, aber irgendwie merkt man, das wird ein bisschen schwierig. Und der andere Gott ist die Wirtschaft, ist das Geld. Und jetzt sind da in der Schweiz zwei Götter irgendwie in die Wanken gekommen und sich fragt, was passiert jetzt? Könnte es echt sein, dass der Gott im Himmel das Bedürfnis hat, wieder Gott in unserem Leben zu werden? Nicht irgendeinen Götter nachzufolgen, sondern sagen, hey, ich möchte Platz haben in deinem Herz. Ich möchte eigentlich dein Gott sein, weil er dich geschaffen hat. Ich liebe dich. Und du kannst diesem nachher springen und dem nachher springen. Aber schau, das Größte wäre eigentlich ich. Und jetzt in dieser Corona-Situation gibt es Leute, die sagen, es wird eine schwierige Zukunft. Das sind die, die vielleicht ein bisschen das halb leere Glas sehen. Da kann man sagen, Pessimist oder vielleicht auch die Realisten. Die anderen sind Optimisten und sagen, das kommt schon gut oder so. Aber schau, beides zusammen ist ein Unsicherheitsfaktor. Wir wissen es ja nicht genau. Und es gibt einen anderen Faktor, außer Pessimist und Optimist. Das ist der Glaube. Und das ist völlig eine andere Dimension. Weil hier sind wir in dem Gefühl, ja und so weiter, mit dem Denken und so. Aber es gibt eine Dimension vom Glauben, die ist ganz tief im Herz. Wo du weißt, mein Gott, der schaut ja schon zu mir. Ich darf getrost sein. Ich weiss, so oder so, ich bin in seinen Händen. Ob ich jetzt lebe oder sterbe oder was auch passiert, ob ich meinen Gürtel ein bisschen enger schnallen muss, ein bisschen mit weniger muss leben, ich bin geborgen in diesem Gott. Und jetzt vielleicht hast du schon so Verheißungen von Gott bekommen. Du hast gemerkt, ja, Gott hat mir eigentlich eine Zusage aus der Bibel oder prophetische Worte oder irgendetwas. Schau, dass du das nicht durch Glauben empfängst, dann nützt es dir nichts. Und ich möchte jetzt heute drei Glaubenshaltungen erwähnen, die uns helfen, für Sachen zu empfangen und zu behalten und dann letztlich wieder weiterzugeben. Und das möchte ich erwähnen anhand von drei Personen, die dann zumal aus der Wüste, letztlich sogar vom Volk von Ägypten her, sind in die Wüste gekommen und nachher nach der Wüste ins verheißene Land, ins gelobte Land, ins Land Kanaan. Und jetzt sagst du ja, aber drei Personen. Das waren doch nur zwei, die es überlebt haben. Der Josua und der Kaleb. Das stimmt. Aber sie hatten noch einen bei sich und der war im Sarg. Und das ist der Josef. Und jetzt möchte ich euch die drei Personen erwähnen, weil die Bedeutungen von diesen Namen sind ganz entscheidend für unsere Glaubenshaltungen. Und jetzt kommt dann zuerst möchte ich über Josef reden, und dann über Kaleb und dann über Josua. Jetzt kommen wir mal zum Ersten, zum Josef. Und das heisst im Hebräerbrief, sie hat ja all die Glaubenshelden aufgeführt, ganz viele, und einer von denen ist der Josef. Da heisst es im Vers 22, weil Josef an Gottes Zusagen glaubte, konnte er vor seinem Tod voraussagen, dass die Israeliten Ägypten eines Tages wieder verlassen würden. Er glaubte so fest, dass er anordnete, sie sollten bei ihrem Weggang seine Gebeine mitnehmen. Was ist das für ein Glaubensmann? Der sagt, wenn ich sterbe, dann nehmt ihr noch den Sarg mit. Und schaut dann zumal, die Pharaonen, und der Josef war ja der zweithöchste Mann dort in Ägypten, die Pharaonen sind einbalsamiert worden mit ganz speziellen Öl und so weiter, dass die nicht verwest sind. Man kann ja heute noch in Ägypten die Pharaonen schauen, die sind da wie Mumien und so weiter. Und eins von diesen Gräber ist das Grab von Josef. Das kann man heute noch anschauen. Nämlich, das Grab ist in Saqqara, in der Nähe von Memphis in Ägypten. Und was interessant ist, das Grab von Josef ist leer. Das ist niemand drin. Und was interessant ist, das Grab, das hat Wunderkräfte. Das sind also Leute hergekommen, die geheilt wurden. Und das ist es wie so ein Wallfahrtsort geworden. Bis heute, da kommen Leute her und werden geheilt. Und es hat nebenzu einen ganz Haufen Inschriften von Leuten, die geheilt wurden von ganz vielen Krankheiten. Und Josef ist ja im ägyptischen
Name heisst der Imhotep. Wer dort schon war, hat das Grab von Imhotep gesehen und es ist leer. Was mich schon berührt, Josef ist mit Gott gelebt und er sieht am Schluss, nehmt meine Gebeine mit, aber wo sie seine Gebeine mitgenommen haben, ist die Kraft und die Gegenwart von Gott dort geblieben. Fast wie bei Elia, als er im Grab war und nach eines Tages haben sie wieder einen das Grab tun und der ist gerade wieder von den Toten verweckt worden, weil so Kraft von Gott ist da gewesen. Jetzt der Josef ist eines Tages gestorben, hat man dann das Grab da. Und nachher, was lesen wir? Es heisst in 2. Mose 13, Vers 19. Was er geheiss, jetzt wird das Volk Israel freigelassen nach, in die Wüste und letztlich nach Kanaan. Heisst nachher, Mose nahm den Sarg mit den Gebeinen Josefs mit. Josef hatte nämlich den Israeliten ein Versprechen abgenommen und gesagt, Gott wird euch bestimmt eines Tages zu Hilfe kommen und euch aus Ägypten herausführen. Dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. 400 Jahre war er in diesem Sarg, dort in diesem Grab. Und nachher, nachdem, wo sie sie auszogen, in dieser Nacht, ist der Mose noch gegangen und hat nur den Sarg mitgenommen. Und kannst du dir mal vorstellen, 4 Männer haben den Sarg mitgenommen mit sättiger Autorität, mit sättiger Vollmacht, wo Leute um sie geheilt worden, befreit worden, wo sie die Kraft von Gott gesehen. Und nachher sind sie mit dem ausgezogen. Und wie ist das für ein Glaube? Es hat einer schon vor 450 Jahren vorher geglaubt. Und den Glauben hat er mitgenommen. Und nachher sind sie ausgezogen. Ich kann mir vorstellen, wie da eine Wucht war vor der Gegenwart von Gottes, von einem Mann Gottes. Und schau, Josef heisst Vermehrung. Josef hat ja schon erlebt, wie sich das Getreide hat vermehrt, dass so viel sie ernährt wurde, das ganze Volk. Und schau, Vermehrung ist der Glaube, den du brauchst. Der Glaube von Josef ist der Glaube vor Vermehrung gewesen. Nicht nur im Natürlichen, sondern letztlich auch in Generationen. Josef hat geglaubt, der Glaube von meinem Vater, der hat geglaubt, das Volk wird sich vermehren, der Glaube vom Urgroßvater, vom Isaac, vom Abraham. Ich nehme den Glauben und ich sage, der Glaube geht weiter auf meine Enkel und Urenkel und er geht weiter über Generationen. Also der Josef hat nicht nur so einen ich-bezogenen Glauben gehabt. Er hat gesagt, oh Gott, mach, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich genug zu essen bin. Schau für mich, Das ist auch ein Glaube. Gott schaut für das an. Aber hier, wo sie sich auszogen aus Ägypten, hat einer den Glauben gehabt und gesagt, ganze Völker werden von dem Reichtum von Gott, von dem Segen gesegnet werden. Und weißt du, was du brauchst in der heutigen Zeit? Ist der Glaube, den Josef hatte. Ein Glaube, der über Generationen weitergeht. Ein Glaube vor Vermehrung. Und schau, etwas im Himmel sind die Zeugen vom Glauben. Die, die sagen, hey, wir haben geglaubt. Glaub du jetzt. Und nachher lesen wir weiter im Hebräer 11, Vers 12 ist da. So stammt also von einem einzigen Mann eine unermesslich große Nachkommenschaft, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Das heisst, durch Jesus sind wir ein Teil von dem Glauben von Josef. Und wir sind der Glauben von Abraham, Isaac und Jakob. Und der Glauben ist in uns, das ist ein Glauben von Generationen, ein Glauben von Vermehrung auf dieser Welt, was da alles passiert. Und nachher lesen wir hier weiter. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Hey, das sind Männer und Frauen vom Glauben gewesen. Weißt du, mein Vater, als er auf dem Sterbebett war, hat er gesagt, schau, ich habe ein Leben lang geglaubt, dass das Oberland und die Schweiz nochmal Gott lernt kennen, dass Menschen umkehren zu dem Gott, dass Erweckung passiert. Und schau, ich habe es nicht gesehen. Aber ich segne jetzt dich, damit du es erlebst. Und wenn du es erlebst, dann du deine Kinder segnen, damit die es erleben. Und wenn die es nicht erleben, segnen die, dass die es weitererleben. Und das ist der Glaube vor Vermehrung, das ist der Glaube, den Josef hatte, dass es weitergeht und nicht aufhört. Und wie jetzt gerade die ganze Corona-Krise, hat das mich so berührt, was Gott da macht.
Hey, der Livestream, den wir jetzt sehen, der ausgesendet wird, hat sich verzehnfacht. So viele Leute, die das schauen. Und also, mich hat letzte Woche so berührt, als ich Leute angerufen habe, die davor mit Gott nicht viel am Hut hatten. Und die sagen, wir schauen am Sonntagmorgen den Livestream als ganze Familie. Und wir sind zutiefst berührt, zu Tränen berührt von dem Lobpreis. Das spricht euch so an. Und jetzt sind wir angefangen, mehr uns mit Gott auseinandersetzen. Und jetzt kommen jeden Sonntag Leute zum Glauben. Neues passiert etwas. Und wie weltweit kommen heute so viele Leute zum Glauben wie noch nie. Millionen von Menschen. Durch einen Livestream, durch all das. Mein Kollege in Afrika, der Bert Pretorius, hat im Moment Tausende von Leuten in einem Online-Glaubensgrundkurs, weil die zum Glauben sind gekommen. Der Beat Baum hat erzählt, wie weltweit Millionen und Millionen von Menschen zum Glauben finden. Aber er hat einen Glauben gehabt. Ein Glauben, wo er gesagt hat, und ich würde das Erbe weitergeben, damit Hunderte und Tausende von Menschen zu diesem Gott umkehren. Dass sie nicht den materiellen Gott haben, nicht den Gesundheitsgott, sondern den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist also der Erste. Der Erste ist der Glaube vor Vermehrung. Und jetzt kommen wir zum Zweiten. Der Zweite ist der Kaleb. Und Kaleb heisst, Gott ist mutig. Und der Name Kaleb bedeutet mutig, kühne, der von ganzem Herzen glaubt, der bissige Hund. Und jetzt könntest du mal mit dem Hund vorkommen. Und der Kaleb hat den Glauben gehabt, wie von einem bissigen Hund. Jetzt hoffe ich, du seist nicht bissig. Kommst du mal zu mir rauf. Das ist aber sehr schön. Du bist ein Lieber, gell? Kommst du gerade mit dem Herrn. Ja. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, so ein Hund. Ein Hund, der wie manchmal auch etwas Bissiges hat. Er ist jetzt aber das nicht. Aber wenn ein Hund etwas will, dann will er das unbedingt. Und jetzt sagt er hier, der Kaleb hat wie einen bissigen Glauben gehabt. Merci vielmals, du liebes Hündi, dass du bist vorgekommen. Extra für dich zeigen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein bissiger Hund, obwohl das Ganze lieben. Aber es gibt bissige Hunde, die wirklich klempen. Merci vielmals, Thomas. Vielen Dank, bist du mit dem Hündi da gewesen. Oder Hund heisst das ja. Also, wo Mose hat seine 12 Kundschafter ausgesendet, die 12 Leiter, sind 10 zurückgekommen und haben gesagt, oh, das Land Kanaan können wir nicht reinnehmen. Das sind Riesen, das geht gar nicht. Aber 2 haben gesagt, wir werden das Land reinnehmen. Und einer von denen ist eben der Kaleb. Wir lesen 4. Mose 13, Vers 30. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Der Glaube vom Kaleb hat dazu gewirkt, dass er letzten Endes in das verheißene Land ist gekommen. Und der Glaube vom Josef hat dazu geführt, dass er ins verheißene Land ist gekommen. Die 10 Kundschafter, die nicht geglaubt haben, sind am gleichen Tag noch alle gestorben. Und das ganze 2 Millionen Volk, die nicht geglaubt haben, die sind alle zusammen in der Wüste gestorben, über 40 Jahre. Der Reihe nach. Das ist kein einziger, der überlebt. Nur die, die geglaubt haben. Und einer von denen ist eben der Kaleb. Wir lesen dann in 4. Mose 14, Vers 23. Gott sagt, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern geschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist, der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und seine Nachkommen sollen es als Erbe besitzen. Es heisst hier, das war ein anderer Geist in ihm. Und wie war es für ein Geist? Ein Geist vom Glauben. Ein Geist vom Mut. Ein Geist von Kühnheit. Und ein Geist von einem bissigen Glauben. Und schau, der Glaube, wenn der bissig ist, dann lässt er das nicht so schnell los, was er findet, was er oben. Wir haben manchmal Verheißungen von Gott. Und nachher haben wir sie so, und dann irgendwann ist, was sie finden, oben. Ja, dann nimmst du es halt. Aber Kaleb, ich sage, nein, ich lämpe, ich lämpe. Jetzt gerade ein Erlebnis, das wir jetzt mal gemacht haben. Unsere Tochter, wo sie hochschwanger war, hat sie irgendwie mit dem Föhn einen Elektroschlag gehabt, also ganz schlimm, sie hat es überlebt. Aber in dem Moment hat das Baby keinen Ton mehr gegeben. Und nachher hat sie der Ärztin angerufen und gesagt, oh, das ist gar nicht gut, sofort ins Spital. Und dann hat sie uns angerufen und gesagt, oh, das Baby macht gar keinen Ton mehr. Und dann hat Ursi und ich sind dort in der Stube.
im Alphabet und ich bin dort auf Knie. Und weißt du was? Wir haben wie einen bissigen Glauben bekommen. Ich gesagt, Herr, das darf nicht sein. Und wir haben zu dem Gott gerufen und gesagt, wir sprechen Leben ein. Und wir sagen, der Teufel, du musst abfahren. Im Namen unseres Gebiet wird es verschwinden. Du kannst nicht das Baby attackieren. Das wird gesund sein, das kann der Teufel nicht machen. Und wir beten aus tiefstem Herzen mit einem klempenden Glauben. Und plötzlich sind wir überzeugt, jetzt ist gut. Dann kommt gerade ein SMS oder ein WhatsApp kommt von der Tochter und sagt, die Herztönchen schlagen wieder. Weißt du was, manchmal braucht es einen klempenden Glauben. Und weißt du, wo unser Sohn jetzt letztes Jahr den Unfall gemacht hat mit dem Bike und der Rücken ist wirklich, hat er gebrochen und so ganz schlimm. Und in dem Moment haben wir so einen klempenden Glauben bekommen. Und meine Frau und ich, wir in 5 Stunden. Im Auto in den Betten, wir glauben, dass da nichts Schlimmeres ist, dass er nicht separiert werden muss und dass es nichts Lähmungen gibt und so. Und tatsächlich hat man das stabilisieren und nicht operieren müssen. Und ist ein Wunder passiert. Weißt du, wenn es manchmal um die Familienmitglieder geht, dann ist ein klempender Glaube. Dann sagst du, nicht mit meinem Sohn, nicht mit meiner Tochter, nicht mit dem. Aber weißt du, was mir auch schon passiert ist? Für Menschen, wo wir auch schon weiter weg waren. Plötzlich habe ich wie einen klempenden Glauben für Menschen, die in Not drin sind. Und weißt du, was unser Land wieder braucht? Ist wieder der Glauben von einem bissigen Hund, der sagt, ich lasse nicht los. Aber manchmal sind wir Schweizer so, ja, das ist halt so. Aber es braucht ein Volk von Gott, das sagt, ich habe einen bissigen Glauben. Ich lasse nicht los. Und schaut der Joshua, oder der Kaleb, der ist ja nachher als einziger nebst dem Josua und eben dem Josef in das verheißene Land gekommen. Und in dem verheißenen Land ist angekommen, sagt er nachher im Josua 14, Vers 6, der Herr hat mich leben lassen. Er hat gesehen, wie sämtliche seiner Kollegen all sind gestorben. Der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte, wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Wie viele Liegestütze in der Wüste hat gemacht? Klimmzüge, hat Rennen gemacht, umgesäckelt, parat gewesen, weißt, hat gefeitet und gekämpft und hat alles gegeben. Wenn einer mit 85 die Muskeln immer noch auftrainiert hat, wie mit 40, dann ist er dann wirklich trainiert. Und weißt du was? Wir müssen unsere Glaubensmuskeln trainieren. Ich will mit 85 noch mindestens so viel glauben, wie ich mit 40 an glaubt. Ich will mit einem Glauben in Sarg wie ein Josef. Und ich sehe, ihr glaubt für das Reich von Gott. Ihr habt es nicht aufgegeben. Und nachher lesen wir hier weiter. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat. Herr, gib das Berner Oberland. Gib das Berner Oberland. Gib das Schweizerland für dieses Reich. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, die Enden der Erde zu deinem Besitz. Wo sind die Schweizer Christen, die noch glauben? Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter, dass sie Riesen waren, die sich alle diesen 85 Jahren brav vermehrt, und es ist sicher schlimmer geworden, darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hatte. Nur ich wünsche, dass der Glaube von einem Josua in unserem Land wieder aufsteht, von einem bissigen Hund, der sagt, ich lasse nicht einfach los. Jetzt kommen wir zur letzten Person, das ist zum Josua. Josua heisst ja Retter und es bedeutet Befreier und Erlöser. Und der Name Josua ist im Alten Testament, aber Josua war im Neuen Testament Jeshua, Jesus. Das heisst, dass der Gleichname im Alten Testament für Retter, Josua, im Neuen Testament Jesus, Jeshua. Und schau, es hat einen Retter gebraucht, für das verheißene Land, das gelobte Land zu führen. Es ist sonst nicht gegangen. Schau, der Mose hat es ja versucht durch das Gesetz.
und das Gesetz, der Buchstaben tötet. Dann hat ja Gott ihm gesagt, du zum Felsen reden, aber der Mose hat geschlagen. Und er hat gesagt, nein, nicht schlagen. Nein. Weil das Gesetz führt nicht ins verheißene Land. Er hat gesagt, du kommst nicht ins verheißene Land. Aber Mose ist dann gleich noch ins verheißene Land gekommen. Aber erst mit Jesus. Wir lesen nämlich in Matthäus 9, Vers 4. Es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Schau, wir kommen nur mit Jesus in das verheißene Land. Nur er ist der Retter. Das heisst, nur wer Jesus in sein Leben einladet, nur der erlebt da innen, dass er in das neue Land kommt. Und ist vielleicht kennst du den Jesus noch nicht persönlich. Und den übernatürlichen Glauben noch nicht. Und dann möchte ich dir ein einfaches Gebet vorbeten, wo du könntest beten, Jesus, komm in mein Herz, räum alles aus, was nicht von dir ist, und ich glaube an dich. Und dann wirst du etwas erleben, dass der Retter, Jesus, in dein Herz kommt. Der die Sünde tragen. Der alles wegnimmt und der Heilige Geist gibt und ein neues Leben schafft. Und vielleicht trifft das auf dich zu. Dann könntest du jetzt beten. Herr Jesus, ich komme zu dir. Herr Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib du mir all meine Sünden. Vergib mir all meine Sünden. Und ich bitte, Jesus, komm in mein Herz. Bitte, Jesus, komm in mein Herz. Und ich glaube an dich. Und ich glaube an dich. Bist du mein Herr und mein Gott? Bist du mein Herr und mein Gott? Jesus, du weißt, jeder, der das gebetet hat. Und jetzt bitte ich dich, komm mit deinem guten Heiligen Geist und erfüll die Person und gib den Glauben von dir, Herr. Den Glauben vor Vermehrung. Den Glauben von diesem bissigen Hund. Und den Glauben vor Rettung. Ich bin gerettet und ich gehöre zu Jesus. Und ich danke dir, dass du die Person jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Danke, Jesus. Amen. Wenn du das Gebet gebetet hast, kannst du dich nachher gerne melden. Kannst du noch schreiben, dann schicken wir dir eine Bibel, schicken, dass du mit dem Glauben kannst wachsen kannst. Und jetzt kannst du dir das ganze Bild vorstellen. Eigentlich war Jesus der, wo durch Josua das Volk hat ins verheißene Land geführt. Und jetzt musst du dir das Bild vorstellen. Der Josua hat nachher, oder Kaleb, auf ihren Schultern der Glaubensvater, der Josef tragen auf dem Sarg. Vorab ist die Bundeslade gegangen und hinten nachher kommt der Josua und der Kaleb mit dem Sarg. Und sie sagen, der Mann hat geglaubt, dass wir in das Land kommen. Der Mann hat geglaubt, dass wir das Land werden reinnehmen. Und der Mann hat solche Kräfte von Heilung und von Befreiung von Autorität. Und wir sagen, wir kommen in dem Glauben von unserem Urgroßvater, vom Josef, Glaubensvater. Und wie das passiert ist, als die Priester nachher zu dem Jordan sich oder den Fuss reingehalten haben, hat sich das Meer, hat sich der Fluss so verteilt und es ist ein trockener Fuss dadurch. Warum? Weil Autorität und Vollmacht von Gott ist da gewesen, Retterglauben. Und nachher, nachdem kommen sie mit dem Josef auf den Schultern in das Land. Und nachher heisst es, wie sie um die Stadt Jericho sind gegangen. Und die Stadt Jericho hat über Jahrhunderte als die Stadt geholtet, die unbesiegbar ist. Dicke Mauern, starke Kämpfer. Und es heißt nachher im Hebräer 11, Vers 30, durch den Glauben marschierte das Volk Israel 7 Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Ohne Glauben wäre die Mauern nicht gestürzt. Aber es war der Glaube an Retter. Letztlich Gott ist unser Retter. Gott ist der, der vermehrt. Nachher ist sie in das Land gekommen und sich vermehrt. Bis heute weltweit Millionen, Millionen Menschen mit Gott unterwegs sind. Mit einem bissigen Glauben. Und ich habe gerade diese Woche gesehen, wie ein Gebetsmeeting ist, weltweit mit ganz vielen Betern. Und ich sehe, wie in China die Leute beten, dass Gott normal Menschen begegnet. In Südamerika, in Afrika. Ich bin so berührt. Ein Glaube, der über Generationen ist weitergegangen. Und gerade einmal ist ein Kollege von mir, hat Jesus gelernt kennen, frisch. Und er hat mir gesagt, schau, jetzt habe ich das Leben gefunden. Davor war es so leer. Und was sich da für eine Veränderung eingestellt hat, in seiner Ehe, in seiner Familie, er hat gesagt, hätte ich das nicht schon ändern lernen können. Er ist Frieden gekommen. Und schau, vielleicht bist du jetzt heute vor einer Mauer. Und du merkst, die Mauer, die kann ich nicht überwinden.
Aber weißt du, das ist ein Glaube von einem Josef, von einem Kaleb, von einem Josua. Und der Glaube, den Gott in dein Herz hineingelegt hat. Und heute kannst du sagen, und ich gehe nochmal um die Mauer um. Und ich sage, nochmal im Namen Jesu wird etwas passieren. Vielleicht lebst du in einem Gebiet, wo fast niemand zum Glauben ist gekommen. Vielleicht ist in deiner Familie niemand noch, der Jesus nachfolgt. Du bist der Einzige. Und vielleicht bist du in einer Krankheit drin, wo du merkst, Herr Gott, hilf mir. Oder vielleicht bist du sonst in einer Gefangenschaft drin oder eine herausfordernde Situation als Geschäftsmann. Wo du merkst, das ist unmöglich. Weißt du was? Das ist ein Gott, wo du kannst vertrauen. Er hat die Mauer dann fallen. Er kann deine Mauer fallen. Und er kann dir den Glauben geben vor Vermehrung. Er kann dir den Glauben geben von dem Mut vom Kaleb. Er kann dir den Retterglauben geben. Und heute spreche ich aus, dass du den Glauben empfängst. Und Jesus, ich bitte dich über jedes Einzelne. Und ich bitte dich, komm jetzt mit dem Retterglauben. Komm mit dem Vermehrungsglauben. Komm mit dem Glauben von einem bissigen Hund. Und ich bitte dich, dass Menschen zutiefst berührt werden und sagen, es werden sich Situationen verändern durch unseren Gott. Ich nehme den Gesundheitsgott, nicht den Wirtschaftsgott, sondern den Gott, der alles in deinen Händen hat. Und er wird mich richtig führen. Und ich bitte dich, gib dir drei Herzenshaltungen. Und jetzt wollen wir miteinander das Lied singen. I believe you will do it again. Ich glaube, du wirst es nochmal tun. Du wirst es nochmal tun. Wir haben die Reformation in unserem Land erlebt. Wir haben so vieles erlebt und Gott wird es nochmal tun. Er wird nochmal einen Durchbruch geben in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Umkreis, an deinem Arbeitsplatz. Ich glaube es im Namen Jesu. Jetzt singen wir einen Song mit vollem Glauben in Jesu Namen. Amen.